Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Memoria, das schwarze Auge. Wir sind gerade in irgendeiner Kammer und haben die Maske aufgesetzt und können zaubern. Ich weiß nur noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Wir haben ein paar Geister gesammelt, aber die scheinen hier nicht benötigt Nichts zu werden. Nichts geschieht. Okay, ich dachte, mit diesem Ball hier kann man ja Geister irgendwie anlocken. Nichts geschieht. Das wäre grausam. Bis ich nicht weiß, was die Maske... Bis ich nicht weiß, was die Maske tut. Du weißt, was die Maske tut. Na, egal. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Das ist doch gerade mein Problem. Nichts geschieht. Okay, also ich muss irgendwas muss ich zaubern. Kann ich vielleicht, Moment, entversteinern, Vision schicken und aktivieren? Ja! Erschrecke nicht. Bleibe sitzen. Es gibt etwas, das du wissen musst. Hör gut zu und du wirst verstehen. Okay. Es war einmal Satinaf, der Wächter der Zeit. Was auch immer geschieht, geschehen sollte und geschehen war, schrieb Satinaf in sein Buch der Zeit. Wer von den im Buch beschriebenen Wegen abwich oder sich anschickte, die Zeit neu zu schreiben, den bestrafte Satinaf mit dem Schlimmsten, was einem Wesen je widerfahren konnte. Er riss die arme Seele aus ihrer Existenz, als habe sie nie existiert. Was heute niemand mehr weiß, Satinaf hatte einen Diener, mich, den Zaitchin Mnemoremnon. Im Namen meines Herrn durchwandelte ich die Zeiten, bestrafte die Ketzer und heilte die Risse, die durch ihre Ketzereien im Gefüge der Zeit entstanden waren. Ich war mächtig. Und doch war ich nur ein Diener. Ein Diener der grenzenlosen Willkür eines verhärmten Meisters. Es kam der Tag, an dem sich all dies ändern sollte. Als eine Frau mit ihrem toten Sohn vor Satinafs Antlitz trat. Sie flehte um das Leben ihres Kindes, um eine Richtigstellung der Zeit. Doch Satinaf, in seiner unendlichen Grausamkeit, wollte nicht hören. Nur ich. Ich hatte Mitleid mit dem Wesen. Und in einem Akt grenzenloser Güte erschuf ich mein mächtigstes Werkzeug. Eine Maske. Meine Maske. Und ich gab sie an das Wesen, auf das niemals wieder jemand etwas Kostbares verlieren musste. Unheimlich. Was zum... Was war das denn jetzt? Die habe ich nicht verstanden. Okay, das war... Ich glaube, das war die erste Kammer. Aber ich kann nicht nochmal rein und ich kann auch nichts mehr damit machen jetzt. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Hallo! Hallo! Nee, da tut sich nichts. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich war eigentlich gerade dabei, was anderes zu machen, nämlich diese Geister zu sammeln, aber... Wollten sie nicht. So, Gästezimmer, da war ich schon lange nicht mehr. Kann ich denn hier irgendwo eventuell... Nee. Sie ist aufs Bett. Macht auch nicht viel Sinn eigentlich. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja. Ist richtig. Lässt sich ja so leicht ablenken. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Den Spruch kann ich aber echt nicht leiden. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Na gut, Drachenhalle. Da geht's in die Ratshalle, zum Observatorium, die Drachen. Ist da vielleicht irgendwo ein Geist zu holen? Ach Mädchen, geh noch ein bisschen schneller. Das bringt mich nicht weiter. Ja, geht's eine halbe Stunde, um mir das zu sagen, weißt du? Okay, Observatorium. Kann ich hier vielleicht irgendeinen Geist mir besorgen? Der Weg der Wild.
Das bringt mich nicht weiter. Das ist ein wesentlich sinnvollerer Satz als der Weg der Willkür ist nicht meiner. Kann ich das hier nochmal... Ja, das kann ich tatsächlich verändern. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie... Aber es bringt mich nicht wirklich weiter, glaube ich. Ha. Ne, Moment. Das auf die Sphäre vielleicht mal. Okay, das bringt mich alles irgendwie nicht weiter. Nee, hier komme ich nicht weiter. Dann gehen wir nochmal aufs Dach. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Irgendwo muss ich noch einen Eisgeist herkriegen. Und einen Luftgeist. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kann mich auch täuschen. 7 Runen sind darauf eingraviert. Ah, warte mal, kann ich hier vielleicht... Mir fehlt die Vision. Mir fehlt die Vision. Ach Gott, naja, das hatte ich glaube ich schon gemacht. Einmal durchs Gewölbe spaziert. Und dann sagt es mir, da ist aber nichts. Es gibt nichts weiter in diesem Gewölbe. Danke, war mir bekannt. Okay, ich bin ein bisschen ratlos gerade. Kann ich hier irgendwelche Geister... ich das vielleicht damit verwenden? Lieber nicht. Nicht, okay. Vielleicht mit dem Stab? Okay, das will sie gar nicht machen? Nein, das ist es nicht. Das bringt mich nicht weiter. Ah, das hatte ich befürchtet. Nein. Ich sehe keinen Zusammenhang. Mir fehlt die Vision. Okay, das ist es also nicht. Brr, ich bin echt überfragt. Gästezimmer. Erzlabor. Untergrundsee. Ich gehe nochmal in die Bibliothek. Aber irgendwie... Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das ist... Irgendwie ist das... Also ich glaube, das ist ein Bug, dass er dieses Soundsample abspielt. Wesen des Eises. Zeigt euch. Keine Antwort. Das ist das Problem. Eis? Moment, Feuer? Eis? Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Ja, das kann man so sagen, ja. Das ist nicht sein Element. Der Geist sträubt sich. Das ist... Ah, verdammt. Okay, ich weiß gerade nicht. Ich gehe nochmal zur Lesestube. Ich bin ein bisschen überfragt. Hier oben haben wir die Symbole. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Symbol für Humus. Ja, aber was bringt mir das? Humus. Die Rune scheint ihm zu gefallen. Ja. Das führt doch zu nichts. Das ist richtig. Besser, er erfährt nicht mehr über meine Pläne als nötig. Ich kenne meine Pläne ja noch nicht mal. Was hast du mit den Elementen vor? Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Jau. Soll ich ihm davon berichten? Ja, ich glaube schon. Aber reden wir erstmal über Halef Ben Jalif, oder? Den Stab. Was wisst ihr noch über Ben Jalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Schade. Ich habe den Zeitdschinn gesprochen. Wirklich? Erzählt! Nemoremnon also. Ein seltsames Geschöpf. Sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über ihn in Erfahrung bringt. Was schreibt Benjalif nochmal über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakas Maske weckt und das einem 3 geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit, und dass Satinaf, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte, auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von
Lügen die Wahrheit werden und einem Loch im Buch der Zeit. Noch mehr dummes Geschwätz. Will ich in den Garten, muss ich erst die drei Kammern finden, richtig? Ja, aber zuvor braucht ihr Malakas Maske und müsst anschließend alle drei Augensymbole finden und vervollständigen. Wer ist... Das kennen wir ja nun schon. Die wahre Macht der Maske. Nee, das ist alles Quatsch. Bis später. Haltet mich. Ja, also eine Kammer haben wir schon gefunden und wir müssen alle drei Augensymbole vervollständigen. Oh Mann, ey. Was wollt ihr von mir? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Kann ich bei den Buntglasfenstern die Lampe vielleicht nochmal mitnehmen? Weil ich dieses Rätsel übrigens auch ziemlich irre finde, dass man Dunkelheit finden muss und die dann umkehren muss. Das Licht der Lampe leuchtet hindurch. Ja, okay, ich kann also nichts mehr damit machen. Ich bin gerade ein bisschen hilflos, vielleicht merkt man's. Das kann ich nicht mal mehr angucken hier. Okay, wir versuchen nochmal das Monument in irgendeiner Weise zu benutzen, aber ich glaube, das ist nur Deko. Lieber nicht. Ja. Ja, so langsam bin ich wieder ein bisschen verzweifelt. Wassergeist mit Wasser. Der Geist gehört nun mir. Ich werde ihn erst zurückschicken, wenn er meinem Zweck dienlich war. Ja, aber... Verdammt, Humus und... Sie teilen sich bereits den Raum in der seltsamen Kugel. Okay, die kann ich also nicht miteinander verwenden. Vielleicht den Wassergeist in den Becher? Nein. Nein. Habe ich befürchtet. Nein. Nein? Der Weg der Wild... Himmel hilf! Wenn sie das noch einmal sagt, dann... rege ich mich wahrscheinlich wieder drüber auf. Was soll ich machen? Aufs Gästezimmer. Erst muss ich diesen Garten finden. Aber wie? Aber wie? Okay, da geht's nach draußen, in die Drachenhalle noch. In die Ratshalle. Naja, das war die. Laterne. Die Hallen sind erfüllt vom Knistern der Laternen. Okay, kann ich dann den Feuergeist vielleicht... Der Geist gehört nun mir. Ich werde ihn erst zurückschicken, wenn er meinen Zweck... Das hatten wir auch schon. Das heißt, ich muss die irgendwie mit irgendwas benutzen, was ihrem Element entspricht, aber... Ich weiß es nicht. Ich bin völlig raus. Ich glaube, ich rede nochmal mit ihr... der Humus-Adeptin. Hey! Psst, sonst wächst du noch den Geist auf. Okay, das war ein dezenter Hinweis darauf, dass ich hier den Geist finde, aber das haben wir ja nun alles schon erledigt. Hey! Kasim! Er ignoriert mich. Komm her! Er gehorcht nicht. Schade eigentlich. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Oh Mann, kann ich vielleicht den Erzgeist... Ja. Ah. Okay. Aber, oh shit. Heißt das, ich muss die jetzt richtig anordnen? Oh, nee. Wie soll ich das denn machen? 2, 3. Ja, so oder so fehlt mir auf jeden Fall noch mindestens ein Geist. Ah, Moment. Die Mitte ist, glaube ich, Quatsch. In die Mitte muss, glaube ich, irgendwas... was anderes. Drumherum sind die 6 Elemente. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wofür die Geister gut sind. Ich will Kasim nicht... Ja. Jetzt fehlt mir natürlich der Eisgeist. Verdammt, mir fehlt der... Das gibt's doch nicht. Wo ist denn noch... Es ist zu tief. Wo ist denn noch Eis?
Das gibt's doch nicht. Das ist doch so offensichtlich, dass diese Statue das mit dem Eis ist. Also, ich verstehe nicht, wieso das nicht funktioniert. Hier sehe ich kein Eis. Da oben, da, das muss doch hier die Statue sein. Oder wie, oder was? Wesen des Eises, zeigt euch. Nö. Nee. Keine Antwort. Ja, ich hatte befürchtet, dass die Kugel irgendwie schon voll war mit den ganzen Geistern, aber... Zur Lesestube. Ja. Das bringt mich nicht weiter. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich muss doch irgendwie Kelch des Erzadepten. Huh. Puh. So, dann gucke ich nochmal, ob ich den Stab nochmal benutzen kann. Vergiss es. Nee. Macht sie nicht mehr. Das er gehört einfach dem nicht mehr. Nee, das wollte ich sie nicht. Sie entzieht Menschen das. Ich ja. werde sie erst... Ja, das hatten wir schon. Magischer Apparat. Kann ich da vielleicht irgendwas noch mitmachen? Ich darf mein Ziel nicht aus den... Das schon mal nicht. Vielleicht die Maske. Das wäre grausam, warum auch immer. Das wird niemals gehen. Ich verstehe es nicht. Nein. Nein? Das wird niemals... Der Weg der... Nee, aber das hatte ich ja auch alles schon ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich... verwirrt. Bin ich jetzt richtig gegangen? Ich wollte nach oben. Jawohl. Okay, ich guck mal, ob ich vielleicht ein bisschen Eis von der Statue abkratzen kann oder so. Ich weiß es nicht. Nein. Das ist es nicht. Das bringt mich nicht. Bringt dich nicht weiter. Ein Verband vielleicht? Das bringt mich nicht. Auch nicht. Dann das. Nee, das hatten wir schon. Sie wirkt nur auf Menschen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe die leise Befürchtung, dass ich irgendwas übersehen habe. Irgendwas, was ich eventuell aufsammeln kann. Erzlabor, da war ich schon zu oft. Untergrundsee, da gab es auch nichts mehr. Da oben diese Eisstatue, das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Was in irgendeiner Weise was bringt. Gästezimmer. Das hier ist das Erzlabor. Das hier ist das Observatorium. Das ist das Dach. Ich verstehe es nicht. Kann ich ihr die Maske aufsetzen? Das Einzige, was sie zu interessieren scheint, sind ihre Pflanzen. Es ist schön. Es ist schön zu sehen, wie das wächst. Okay, probieren wir nochmal. Ich habe den Geist bereits gefangen. Ja. Das Einzige, was jetzt... Ach, verdammt. Mir fehlt der Eisgeist. Und der ist doch ganz eindeutig in dieser... Okay, ich gebe auf. Ich gebe ehrlich auf. Ich beende jetzt diese Folge und dann werde ich nachgucken, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich beende auf jeden Fall schon mal die Folge, bevor ihr mich hier noch weiter rumstolpern seht und nichts passiert. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.